Hi, herzlich willkommen hier in diesem Video. In diesem Video, Teil 2 zum Thema REM-Schlaf, werde ich dir näher bringen, wie du mehr REM-Schlaf bekommen kannst, was genau du tun musst und was meine besten Tipps sind, Dinge, die ich selber täglich mache und die ich selber in meinem Leben verändert habe, um mehr REM-Schlaf zu bekommen. Warum REM-Schlaf so wichtig ist, haben wir bereits in Teil 1 geklärt. Schau dir dazu das Video an. Ich verlinke das hier und auch unten in der Videobeschreibung. Also da werden die Basics gelegt. Und jetzt klären wir mal, was du genau tun kannst, um deinen REM-Schlafanteil jede Nacht zu erhöhen. Worauf kommt es da an? Die grundlegendste Sache für mehr REM-Schlaf ist super einfach, keine Raketenwissenschaft. Verbringe einfach mehr Zeit im Bett, schlafe mehr. Denn wir haben im ersten Video ja geklärt, REM-Schlaf findet vor allem zum Ende der Nacht hin statt. Ja, am Anfang der Nacht sind wir noch sehr, sehr viel im leichten Schlaf und im Tiefschlaf vor allem. Tiefschlaf nimmt zum Ende der Nacht hin ab und REM-Schlaf wird mehr. Wenn wir gar nicht erst da hinkommen, weil wir einfach zu wenig schlafen, nur 4-5 Stunden, dann werden wir auch generell sehr wenig REM-Schlaf haben. Weil der Körper immer den Tiefschlaf dann priorisiert und nicht dahin kommt, dass er uns diesen REM-Schlaf wirklich auch gibt. Deswegen 7, 8, 9 Stunden solltest du deinem Körper geben und dann ist es mit dem Thema REM-Schlaf auch nicht so das Problem. Also das ist schon mal Punkt Nummer 1. Du solltest mal hinterfragen, wie viel Schlaf bekommst du? Also das ist schon mal Punkt Nummer 1. Du solltest das jetzt auch mal bei dir stark hinterfragen. Bekommst du genug Schlaf oder bist du regelmäßig im Schlafentzug, im Schlafmangel und versuchst dann vielleicht am Wochenende diesen Schlafmangel wieder aufzuholen, dann solltest du unbedingt bei dir mehr Regelmäßigkeit und generell mehr Schlaf jede Nacht reinbringen. Bevor ich dir jetzt meine besten Tipps mitgebe und Tipps, die auch meinen Klienten weitergeholfen haben, möchte ich mit dir erstmal ganz kurz ein paar REM-Schlaf-Inhibitoren klären. Also Dinge, die dazu führen, dass du nicht genug REM-Schlaf bekommst. Und da gibt es nämlich eine ganze Menge. Und einer der wichtigsten Punkte direkt am Anfang. Stress. Negativer Stress. Wenn du dich jeden Tag gestresst fühlst und ja, das Empfinden hast, dass du deinem Alltag, deinem Leben eigentlich nur noch hinterherläufst, dann ist das einer der zentralen Faktoren, warum auch dein Schlaf darunter leiden wird und so auch dein REM-Schlaf darunter leiden wird. Deswegen das Thema Stress, negativer Stress sollte, falls es bei dir ein Thema ist, da solltest du unbedingt angreifen und hier eine Lösung finden. Heutzutage, wir leben in einer sehr, sehr schnellen, komplexen Welt und es kann schnell dazu führen, schnell dazu kommen, dass wir uns gestresst fühlen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir hierfür einen Ausgleich finden, eine Lösung finden, sodass wir zumindest dann am Abend wirklich entstressen, entspannen können und dann entspannt in die Nacht gehen können. Ja, das ist super wichtig. Pack das Thema Stress in deinem Leben an. Ein weiterer Punkt sind späte Mahlzeiten und Essen kurz vor dem Schlafengehen. Noch die Tafel Schokolade oder die Tüte Chips eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen. Das ist super, super schlecht für eine vernünftige Schlafqualität. Und deswegen solltest du versuchen, wirklich Mahlzeiten und Essen vor dem Schlafengehen zu vermeiden. Hier geht sehr, sehr viel Energie verloren, die unser Körper in diese Verdauung dieser Lebensmittel stecken muss und nicht auf die Prozesse, die wichtigen Prozesse im Schlaf fokussieren kann. Bei Punkt Nummer 3 möchte ich mich auf ein Zitat von dem Kollegen Alfred Viata, einem Schlafmediziner, Kinderarzt und ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin berufen. Er sagt, Smartphone-Aktivitäten vor dem Einschlafen stehen der Entspannung entgegen, die das Einschlafen fördern. Also Smartphone mit im Schlafzimmer, genauso wie andere Bildschirmgeräte, ganz, ganz schlecht für das Einschlafen schon mal. Aber es geht noch weiter. Auch das Einschlafen im Bewusstsein, jederzeit über das Smartphone erreichbar zu sein, kann sich negativ auf die Schlafqualität auswirken und somit auch negativ natürlich auf den REM-Schlaf. Also dieses ständige Erreichbarsein über das Smartphone und immer dieses Smartphone mit am Start zu haben, ist unglaublich schädlich für unsere Schlafqualität und somit auch für den REM-Schlaf. Nimmst du also dein Smartphone immer mit ins Bett und
daddelst vielleicht im Bett noch am Smartphone und guckst vielleicht auch lange TV noch oder irgendwelche YouTube-Videos und so weiter und so fort, dann solltest du diese Gewohnheit mal hinterfragen. Und ein weiterer richtig großer Punkt ist das Thema Alkohol. Ja, ich trinke auch ganz gerne mal Whisky am Abend, aber das sollte nicht die Regel sein. Du musst dir bewusst machen, sobald dein Körper Alkohol im Schlaf abbauen muss, funktioniert das mit der Schlafqualität so gut wie gar nicht mehr. Unser Körper kommt nicht mehr wirklich über den leichten Schlaf hinaus. Ich blende hier mal einen Vergleich ein von meinem Schlaf, einmal, wo ich vorher Alkohol getrunken habe und einmal, wo ich keinen Alkohol vorher getrunken habe. Und du siehst hier schon einen klaren Unterschied, vor allem in der Herzfrequenz. Der Durchschnitt bei der Nacht mit Alkohol ist wesentlich höher. Ich komme gar nicht in den REM-Schlaf rein. Ich komme auch gar nicht so richtig in die Ruhephase rein, in die Entspannung rein, in die tiefe Entspannung rein. Und das Ganze ist natürlich anders, wenn ich keinen Alkohol getrunken habe. Ich denke, man sieht hier sehr, sehr gut den Unterschied. Also Alkohol ist ein Riesenfaktor, solltest du unbedingt darauf achten. Also jetzt kennst du schon mal die Themen, wo du darauf achten solltest. Die solltest du möglichst aus deinem Leben eliminieren. Jetzt kommen wir zu den Punkten, die du gerne in dein Leben, in deine Gewohnheiten, in deine Routinen einbauen kannst. Und hier haben wir zum einen das Thema Wasser, Flüssigkeit. Ich habe sie hier auch stehen, die Flasche Wasser. Du solltest unbedingt darauf achten, dass du jeden Tag genug Flüssigkeit zu dir nimmst. Mein Tipp hier an dieser Stelle, morgens aufstehen, direkt mal 0,5 bis 1 Liter Wasser trinken und dann gehst du schon mit einem vernünftigen Flüssigkeitshaushalt in den Tag. Und dann das Trinken natürlich nicht vergessen. Abraten würde ich dir davon, vor dem Schlafengehen dann das nachzuholen, was du vielleicht den Tag versäumt hast, weil dann kann es wieder dazu führen, dass du nachts aufstehen musst und auf Toilette rennen musst und das stört natürlich deinen Schlaf. Also lieber tagsüber den Flüssigkeitshaushalt schön konstant auffüllen. Mega gute Sache, die auch deinen Schlaf fördert und deine Schlafqualität fördert, für mehr Entspannung am Abend sorgt, ist Lesen. Back to the Roots, ganz klassisch, mal wieder ein Buch in die Hand nehmen und lesen. Am besten auch als physisches Buch und nicht irgendwie auf dem Tablet oder irgendwie als E-Book. Gerne kannst du da unser Buch einfach bestellen. Da kannst du alles über das Thema Schlaf lernen. Kannst du dir unten bestellen über den Link in der Videobeschreibung. Also Lesen im Bett sorgt für Entspannung und sorgt auch dafür, dass du mal das Handy aus der Hand nimmst. Ja? Und wirklich hier wieder klassisch Back to the Roots ist manchmal einfach das Beste. Eine super gute Methode, um besser zu schlafen, eine bessere Schlafqualität zu haben und länger zu schlafen und dann auch mehr im REM-Schlaf zu sein, sind binaurale Beats, binaurale Töne oder Frequenzen auch. Da, vereinfacht gesagt, es ist einfach Musik mit bestimmten Frequenzen im Hintergrund, hört sich eigentlich ziemlich cool an, man hört so ein bisschen die Frequenzen mal durch. Man kann auch dazu Kopfhörer aufsetzen beispielsweise und dann hört man sich diese speziellen Sessions an. Die gibt es für verbesserten Schlaf, für mehr Energie. Je nachdem, welche Frequenzen hier eingesetzt werden, gibt es einen anderen Effekt im Gehirn. Zum Beispiel für das Thema Schlaf wollen wir vor allem den Delta-Bereich erreichen. Das sorgt für Entspannung, besseren Schlaf, längeren Schlaf und somit auch mehr REM-Schlaf. Wenn du so eine binaurale Session mal ausprobieren möchtest, dann schau gerne mal unten in die Videobeschreibung. Dort findest du eine kostenlose Session vom Anbieter NeoWake. Kannst du dir dort herunterladen und das Ganze mal ausprobieren. Bewirkt Wunder. Und alle, die schon ein bisschen länger hier diesen Kanal verfolgen, kennen das wahrscheinlich schon. Der Klassiker ist aber wirklich auch eins meiner Lieblings-Gadgets und fördert auch den REM-Schlaf. Und zwar ist es die Blaulichtfilterbrille. Wir leben in einer Welt, in der wir quasi immer von Licht umgeben sind. Und insbesondere am Abend brauchen wir das nicht. Wir brauchen eigentlich die Dunkelheit, wir brauchen gedimmtes Licht. Eher so wie da hinten vielleicht dieses warme Licht. Aber heutzutage Bildschirme stoßen alle dieses grelle Licht aus. Und das fördert nicht gerade unseren Schlaf und unsere Schlafqualität. Deswegen eine Blaulichtfilterbrille. Super einfaches Gadget, gibt es in allen Preiskategorien. Schau gerne auch dazu mal unten in die Videobeschreibung in unsere Produktliste, wo du die besten Preise, die besten Produkte auch findest. Kannst du gerne mal reinschauen. Eins meiner Lieblingsgadgets darf nicht fehlen, liegt bei mir immer parat am Schreibtisch. Vor allem, wenn ich dann am Abend nochmal ein paar E-Mails schreibe oder etwas am Bildschirm machen muss. Top Gadget solltest du dir unbedingt zulegen, wenn du am Abend noch viel mit Licht und viel mit Bildschirm machst.
Jetzt habe ich dir schon einige Tipps mitgegeben. Der wichtigste Tipp bis hierhin ist wirklich Schlafdauer. Komme auf eine vernünftige Schlafdauer. 4-5 Stunden sind mit großer Wahrscheinlichkeit für dich zu wenig. Du solltest wirklich versuchen, 7, 8, 9 Stunden, je nachdem, wie aktiv du tagsüber auch bist, zu schlafen. Klar, das Ganze ist ein bisschen individuell, aber wie gesagt, 4-5 Stunden in der Nacht ist einfach zu wenig, um hier auf einen guten Anteil von REM-Schlaf auch vor allem zu kommen. Jetzt kommen wir zum zweitwichtigsten Tipp nach dem Thema mit der Schlafdauer erhöhen. Regelmäßige Schlafenszeiten sind der größte Hebel für die Verbesserung deiner Schlafqualität und auch einer der größten Hebel, um hier wirklich genügend REM-Schlaf zu bekommen, mehr REM-Schlaf zu bekommen. Das habe ich selber bei mir erkannt, dadurch, dass ich ja mit dem Whoop-Band meinen Schlaf täglich tracke und da Auswertungen bekomme. Und Whoop hat es jetzt selber auch mal getestet oder eine kleine Studie hierzu gemacht, wo sie 25.000 Whoop-Mitglieder ausgewertet haben und hier dann eine Verbindung zwischen REM-Schlafdauer und der Regelmäßigkeit des Schlafes gezogen haben. Und ich blende das Ganze jetzt mal hier ein. Umso besser das mit den regelmäßigen Schlafenszeiten funktioniert, umso mehr REM-Schlaf haben die Mitglieder hier auch. Man sieht das ganz schön, unten auf der X-Achse haben wir die durchschnittliche Sleep Consistency, wird das hier genannt. Das ist im Endeffekt ein Wert, wie gut das mit den regelmäßigen Schlafenszeiten funktioniert. 85 ist besser als 45 hier auf dieser Skala. Und auf der Y-Achse ist dann die durchschnittliche REM-Schlafdauer. Und hier sieht man sehr, sehr gut jetzt, dass umso weniger Sleep Consistency, also die Regelmäßigkeit des Schlafes, nicht gegeben ist, desto weniger REM-Schlaf haben die Mitglieder auch. Funktioniert das mit der Regelmäßigkeit sehr gut, dann steigt auch die durchschnittliche Dauer des REM-Schlafs. Wenn du mehr REM-Schlaf haben möchtest, dann solltest du wirklich die Punkte anpacken, die ich dir jetzt hier in diesem Video genannt habe. Das sind wirklich die Basics, das sind wirklich die Grundlagen. Du kannst so viele Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, Gadgets und so weiter nutzen, wie du willst. Wenn du das Thema Schlafdauer nicht im Griff hast, wenn du das Thema Schlafregelmäßigkeit oder regelmäßige Schlafenszeiten nicht im Griff hast und auch drumherum deine ganzen Routinen, deine ganzen Gewohnheiten nicht darauf ausgelegt sind, gut zu schlafen, sondern eher deinen Schlaf zerstören, dann kannst du so viel machen, wie du willst. Deswegen ganz wichtig, wenn du auch deinen REM-Schlafanteil erhöhen möchtest, dann geh das Thema Schlaf ganzheitlich an und versuche dein Leben so zu organisieren, so zu strukturieren, dass du dein Schlafbedürfnis für dich auch abdecken kannst. Das ist ganz, ganz wichtig und dafür solltest du unbedingt ganzheitlich an das Thema Schlafoptimierung rangehen. Wenn du mehr über das Thema ganzheitliche Schlafoptimierung wissen möchtest und hier erstmal eine Grundlage aufbauen möchtest, dann hol dir gerne unser Buch Schlaf im 21. Jahrhundert. Hier steht alles Wichtige drin. Link unten in der Videobeschreibung. Oder wenn du wirklich direkt in die Umsetzung gehen möchtest, ein handfestes Coaching-Programm haben möchtest mit Online-Kurs und auch der Möglichkeit zu einem 1:1-Coaching, zum Beispiel mit mir, dann schau mal bei der Sleep Performance Academy vorbei. Wenn dir das Video hier geholfen hat, dann lass gerne einen Daumen da, gerne das Video auch teilen und gerne ein Abo da lassen. Da freuen wir uns immer drüber. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis dann. Nutz gerne die Kommentarfunktion, falls du noch Fragen hast. Ciao.